Heute spielen wir Captain Black aus dem Hause Ravensburger. Rezensionen, Emotionen, Videos bloggen und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken abend. So, warte mal. Schiff ahoi, ich bin der Geist des Captain Black. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mein Schiff zur Schatzinsel segeln? Ich möchte dort meinen Frieden finden. Und ihr sollt meinen Goldschatz haben. Wir müssen die Insel vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Oder ich löse mich in Luft auf. Beeilt euch! Wer begleitet mich bei diesem Abenteuer? Erster Matrose, geh auf dein Startfeld und dann stell mich dorthin. Das sind die Startfelder. Blau, Gelb, Grün und Rot. Ich fange mal an. Zweiter Matrose, geh auf dein Startfeld und dann stell mich dorthin. Stell jetzt Captain Black dorthin und drück auf den großen Knopf. Roter Matrose, willkommen. Es kann losgehen. Die Spiellänge bestimmt ihr über die Steuerleiste. Wenn ihr ein kurzes Spiel spielen wollt, stellt mich auf die Schatzkarte mit der kurzen Route. Wenn ihr ein langes Spiel spielen wollt, stellt mich auf die Schatzkarte mit der langen Route. Ihr habt das kurze Spiel gewählt. Leinen los! Achtung! Piraten verfolgen uns! Ist mehr Segel, um mehr Fahrt zu machen? Verteilt die 4 Segelplättchen auf dem Schiff. Die 4 Segelplättchen. Blauer Matrose, du bist dran. So, die 4 Segelmatronen, genau, die 4 Segelmatronen, die 4 Segel müssen wir jetzt erstmal hier verteilen. So, da kommt noch eins hin. Und wer kommt dran? Wer hat das, hat er gesagt? Blauer Matrose, du bist dran. Also, dann würfel mal, Matrose. Du bist dran, ich bin nicht blau. Genau. Du darfst auf ein beliebiges Feld. So weit ich will. Genau, willst du da hinten zu uns? Genau. Und was nimmst du jetzt, den Captain Black? Nicht so weit laufen, dann gehe ich einfach mal hier runter. Passt auf, ein Pirat entert an der Glocke. Stell einen Piraten an die Glocke. Die Glocke ist ganz Blauer vorne. Matrose, du bist dran. Du bist dran, Papa. Den liebst du den Pirat. Ja, aber ich muss auch mit um mich die Segel kümmern. Dann gehe ich mal hier rüber. Die Segel müssen wir uns auch drum kümmern. Wir haben einige Aufgaben. Passt. Segel gehisst, gut gemacht. Nimm das Segelplättchen. Du bekommst 2 Gold. Und schnell Captain Black dazustellen. Ja, schnell. Vielleicht hilft er uns. Mist, es sind noch nicht genug Matrosen auf diesem Feld, um die Ratten zu vertreiben. Eine weitere Ratte kriecht aus der Ladeluke. Und rennt zum Anker, legt ein Rattenplättchen zum Anker. Blauer Matrose, du bist dran. Soll ich zu dir kommen? Ja, weil wir müssen die wegkriegen. Genau, wir müssen die wegkriegen. Schauen wir mal, ob das reicht. Jetzt sind wir genug Matrosen auf diesem Feld, um die Ratten zu vertreiben. Nimm das Doppelrattenplättchen
Sehr gut gemacht. Die Ladeluke ist jetzt geschlossen und es können keine weiteren Ratten mehr kommen. Drei, willst du oben zu der Ratte? Nein, ich will zu der Ratte. Ich will, da muss jetzt weg von dem Boden, nämlich schnell. Okay, dann laufen wir. Eins, zwei, drei, da kommst du auch hin. Ja, lass uns die Piraten bekämpfen. Nimm die beiden schwarzen Würfel. Du musst einen Totenkopf und mit dem anderen Würfel mindestens eine 3 würfeln, um den Piraten zu besiegen. Würfel mit beiden Würfeln, bis du das passende Ergebnis hast. Dann drück meinen großen Knopf. Auf die Plätze. Fertig. Los. Würfeln. Nochmal. Totenkopf und eine 3 brauchst du. Wieder nichts. Weiter würfeln. Weiter. Schnell. Wieder nichts. Oh, oh, oh. Oh, fast. Schnell. Das war zu langsam. Der Pirat bleibt an Bord. Die sind schon die Piraten. Soll ich helfen? Ja. Ah, ich komme nicht so weit. Aber ich kümmere mich um die Ratten, okay? Die Ratte ist auch noch da. Um die Ratte zu vertreiben, brauchen wir dringend den Eimer. Zieh so lange Gegenstände aus dem Heck und leg sie zurück, bis du den richtigen gefunden hast. Dann drück meinen großen Knopf auf die Plätze. Fertig, los! Da hinten sind Gegenstände im Heck. Da muss ich suchen, bis ich den Eimer hab. Ich hab ihn! Bravo! Lasst uns einen Wettkampf austragen. Schießt mit der Kanone auf den Felsen. Nehmt eure Wurfsteine und legt das Felsenplättchen vor euch auf den Boden. Jeder hat einen Schuss. Derjenige, dessen Wurfstein am nächsten am Felsen liegen bleibt, gewinnt. Wenn alle geworfen haben, drückt meinen großen Knopf. Gut gemacht. Ich belohne den besten Schützen. Du bekommst 3 Gold. Boah. Die Seeungeheuer verursachen immer noch Chaos auf dem Schiff. Du bist dran. Roter Matrose, du bist dran. Mach den schnell weg, sonst sagt er was zu dir. Beliebiges Feld. Genau. Mist, es sind noch nicht genug Matrosen auf diesem Feld. 3, soll ich zu dir? Ja. Ich komme zu dir, okay? Jetzt sind wir genug Matrosen auf diesem Feld, um das Leck zu stopfen. Gut gemacht. Nimm das Leck, Plättchen. Ich belohne alle Matrosen auf diesem Feld. Ihr bekommt je 2 Gold. Warum nur 2? Die Zeit vergeht schnell. Das ja! Das muss dringend weg. Kannst du da hinfahren? Ja, wo? Da hoch. Du darfst auf ein beliebiges Feld. Jetzt zieh den Captain wieder dazu. Der sagt dir, was du machen musst. Du hast das Segel gehisst. Gut gemacht. Nimm das Segel, Plättchen. Wir machen gute Fortschritte und kommen der Insel näher. Zieh einen Teil der Insel und nimm dir deine Belohnung. 1 ziehen. Die Seeungeheuer verursachen immer noch Chaos auf dem Schiff. Oh. Schnell hier. Wir haben ein Leck an der Ladeluke. Legt ein Leck, Plättchen, zur Ladeluke. Oh nein. Jetzt kann ich zu dir! Ich kann jetzt gleich zu dir! Pass auf! Ein Pirat entert am Steuerrad! Stell einen Piraten an das Steuerrad! Oh nein! Roter Matrose, du bist dran! Ich komm schnell zu dir! Okay, würfel mal. Eine 1. Nein, so weit kommst du nicht. Willst du dann gegen den Pirat kämpfen? Der steht neben dir. Versuch es. Ja. Okay, Captain dazustellen. Ja, lass uns den Piraten bekämpfen. Der hier ist einfach. Du musst nur einen Totenkopf würfeln. Dann drück
anderen Totenkopf raus. Jetzt drücken, drücken! Bravo! Das war fantastisch! Willst du Gold mal tauschen? Blättchen, gib mir mal 5 einzelnes Gold, dann bekommst du einen 5er. So, 5. Willst du noch mal tauschen? Zähl mal. Ich weiß schon, 1, 2, 3, 4. 5, genau. Wir müssen weitermachen. So, wo ist denn der Würfel? Nein, ich will noch mal tauschen. Hast du so viel Gold schon? 3, 4, 5. Ja, ich hab schon so viel Gold, ich hab schon so viel Blut. Noch mal tauschen. Noch mal? Nein, dann hab ich nicht. Ja, jetzt warten wir mal. Jetzt würfel ich erst einmal. Wir müssen ja weiterkommen. Wo willst du denn hin? Jetzt kannst du gegen die kämpfen, wenn du willst. Okay. Die Captain Black dazu. Um das Seeungeheuer zu vertreiben, brauchen wir dringend den Säbel. Zieh so lange Gegenstände aus dem Heck und leg sie zurück, bis du den richtigen gefunden hast. Dann drück meinen großen Knopf auf die Plätze. Fertig! Los! Hast du einen Säbel? Ist das der Säbel? Zeig mal. Ja. Bravo! Das war fantastisch! Wir sind angekommen. Und ankommt die Küste der Insel. Jetzt müssen wir die restlichen Blacks vom Schiff entfernen. Dann können wir sicher übersetzen und meinen Schatz heben. Wo müssen wir hin? Wo ist noch ein Leck? Wo ist noch ein Leck, Elias? Da, kommst du da hin? 1. Okay, dann stellen wir Captain Black dazu. Mist, es sind noch nicht genug Matrosen auf diesem Feld, um das Leck zu stopfen. Blauer Matrose, du bist dran. Kannst du das schnell zu mir, weil alleine schaffe ich es nicht. Okay, ich komme zu dir, okay? Super. Nochmal. Nimm das. Stellt mich auf die Insel und drück meinen großen Knopf. Hier ist der große Schatz, den ihr euch redlich verdient habt. Die Schatzkiste enthält 25 Diamanten. Dieses Abenteuer habt ihr gerade noch bestanden. Ihr habt euch wie Landratten geschlagen. Der Matrose mit dem meisten Gold wird Kapitän des Schiffes für den Weg zurück. Viel Glück und lebt wohl, meine Freunde. Du hast 30 Gold und ich habe 27 Gold. Du hast mehr Gold, also hast du gewonnen. Glückwunsch. Ich? Ja. Rezensionen, Emotionen, Videos bloggen und mal loggen. Seit 10 Jahren spielen Narren, lebt dreimal hoch, klicken, abonnieren.